Einer weiteren Folge von Pew Farming 2018 nach langer Zeit von Far Cry 5. Endlich mal wieder was zum normalen Spielen entspannen, was nicht so hektisch ist, dass man hier ins Spiel reinkommt und schon geht die Action los. Die DLCs sind gekauft, wie man hier sieht. Das erste Mal beim Kauf sind sie ja kostenlos, aber ich glaube, das wissen ja die meisten mittlerweile. Daher erstmal die alten Maschinen verkaufen, dann kommt auch gleichzeitig ein bisschen Geld rein. Und dann mal schauen, was da noch so ansteht. Auf jeden Fall den hier verkaufen. Eine Tastendruck zu viel. Den Drescher hier wahrscheinlich, aber da schaue ich gleich erstmal. Den da verkaufen. Den kleinen hätten verkaufen. Wenn ich da rankomme. Sprung haben sie immer noch nicht eingebaut, aber das wollten sie ja noch. Und den verkaufen. Taste V. Ah, warum sind die DLCs? Wie gesagt, nur beim ersten Kauf ist es kostenlos. Danach kostet es dann dementsprechend. Sieht man ja hier. 0 Euro, einfach kaufen, fertig. Und der andere war ja ein Drescher. Kann der dann nämlich auf die Plantagen später mal arbeiten, wenn es dann soweit ist. Ist ja klein genug. Jetzt noch den Drescher. Mähdrescher. Muss ich den holen? Schuppen 1. Ja, kein Platz mehr. Ein bisschen groß, wenn auch komisch, aber groß. So, verkaufe ich dich. Ja, Gerät ist abhängen. Ist zwar nicht die schönste Art, aber immerhin. Ah, wo ist das Schneidwerk? Weil bevor ich das Schnapper wie noch nicht gekauft. Aber gut, kaufen wir jetzt dafür. Nur im Handelszentrum verfügbar. Naja, da es so aussieht, als ob es ein Schneidzinsmuster liegt. Schneidwerkswagen, können wir ja mal schnell hinfahren. Immer den großen und immer den kleinen. Immer den großen. Kann ich damit zumindest auch mal ein bisschen fahren. Habe ich auch richtig fahre. Ewigkeiten her, dass ich mal Pure Farming gespielt habe. Kann zumindest der Verkehr nicht mehr hupen. Lässt sich sogar schieben. Ja. Dann hupst du halt doch. So komisch wär's, kann ich auch nichts dafür.
weil viel besser fahre ich auch nicht gerade. Aber die Woche war anstrengend, auch wenn es nur 3 Tage waren. Wenn man jahrelang nichts mehr gemacht hat, körperlich und arbeitsmäßig, muss man das wieder reinkommen. Da spürt man eben alle Knochen. Du musst es ja eigentlich auf dem Wagen liegen, ja. Mit dem Ding hat auf jeden Fall auch die Arbeiten schneller gehen auf dem Feld. Noch 130.000 habe ich noch. Könnte man sich ja überlegen, so eine Apfelplantage zu kaufen. Noch habe ich ein paar Meter zum Überlegen. Ach komm, kaufen wir sie. Vielleicht noch mal ein bisschen arbeiten da drauf. Böser Rudler. Wetzhäuser sehen gut aus, das hier zumindest. Und wenn das dann schon gut aussieht, werden dann die anderen wahrscheinlich auch gut sein. Hasse immer diese kleinen Mikrorodler. Und dann bin ich nervig. Abhängen. Sagte. Abhängen. Da steht das Wasserfass. Sprühdingen habe ich ja noch nicht dafür, für die Plantagen. Ich kann zumindest schon mal das Wasserfass da hochbringen, wenn das der kleine Traktor ziehen kann. War klar. Na ja, komm, dann fahren wir dich trotzdem schon mal da hoch. Nämlich dann den Landini. Bezieht das bestimmt. Kann ich ja schon mal bei dem Shop da oben. Machen wir anders. War das hier? Steht zumindest nicht drin. Da ist es drin. Nicht genügend Platz im Schuppen. Machen wir kurz den Teleport. Müsste aber Platz sein. Da muss ich nämlich nicht extra da hochfahren. Falls der das jetzt ziehen kann, aber sollte er eigentlich ziehen können. Denn dafür ist der Traktor ja ausgelegt, dass er auf den Plantagen arbeitet.
immer dieses kleine Anstupsen. Schau mal hier lang. Sieht man zumindest noch ein bisschen was von der Landschaft. Mal meine Donuts fertig werden. Nach so langer Zeit. Ich glaube, mit dem restlichen Geld kaufe ich mir mal Solarzellen. Das wollte ich mir auch schon mal anschauen. War zu früh. Jetzt sollte es gehen. Ich nehme die Spritze gleich mal hier oben lassen. Samt Fahrbahnuntersatz. Noch habe ich ja nur die eine Plantage. Das muss ich aber hier stehen. Stört ja keinen. Dann nehmen wir dich jetzt. Nehmen wir das Wasserfass mit hoch. Aber auch schnell unterwegs. Bin auch noch falsch reingefahren. So. Voll bist du auch nicht gerade. Wie immer. Zumindest schnell unterwegs jetzt mit den Standardtraktoren. Ist doch schon mal etwas.
Warum die Solarzelle war wo? Über mir. Einmal umdrehen. Schon bewässert. Kann man hier noch irgendwie was machen? Kein Ausbau möglich. Schade. Machen wir mal aus Sonnenenergie, Windenergie. Passt alles. Jedenfalls machen wir dann hier erstmal Schluss. In der zweiten Folge geht es dann mit der, oder in der nächsten Folge geht es dann mit der Apfelplantage weiter, mit dem Bewässern und das alles vielleicht auch mal verkaufen. Sehen wir dann, wie weit das dann fortgeschritten ist. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.